was darf es denn zum Geburtstag sein? Genau diese Frage stellte sich die Kondor zu ihrem 40. Jubiläum und ließ daraufhin den New Yorker Künstler James Rissi ein eigenes Design entwickeln. Der Jubiläumsflieger zum 40. Jubiläum der Kondor, da war die Idee, dass man mal einen richtigen Flieger machen wollte, der auch von Künstlern bemalt war und nicht so ganz schlicht und einfach. Deswegen hat man dann verschiedene Künstler beauftragt, Modellflugzeuge von der Größe, also noch größer, zu bemalen. Und gewonnen hat dieses Auswahlverfahren James Rissi, der ja damals zu einem relativ bekannten Pop-Art-Künstler gehörte. Und das Flugzeug war auch das fröhlichste von allen. Die anderen waren alle ein bisschen trauriger. Und der Flieger, das war tatsächlich auch eine Attraktion am Flughafen. Und schon wieder steht ein runder Geburtstag ins Haus. Unser 50. Geburtstag wurde mit einem tollen Geschenk an uns und unsere Gäste gefeiert. Zu Ehren von Wilfried Meyer, der 30 Jahre zum Erfolg der Condor Flugdienst beigetragen hatte, nennen wir unseren Herzchenflieger einfach Willi. Zum 50. Geburtstag hatte sich Condor etwas ganz Besonderes ausgedacht. Es war ein Flieger mit großen Herzen, getauft auf den Namen Willi, zu Ehren von Willi Meyer. Unserem langjährigen Verkaufschef getauft. Wilfried Meyer war weit über 20 Jahre im Unternehmen, hat maßgeblich bei der Entwicklung der Condor mitgearbeitet und das Unternehmen auch gestaltet.